Liebe Freunde, ich finde es großartig, dass ihr heute alle hier zusammengekommen seid, um so ein Zeichen zu setzen. Ich glaube, jeder weiß noch, wo er heute vor 2 Jahren war und wird das wahrscheinlich auch niemals vergessen, weil dieser Tag, dieser furchtbare Tag uns allen in Erinnerung bleibt. Ich war damals in Den Haag, der Stadt des UN-Strafgerichtshofs, der Stadt, an dem jeder Kriegsverbrecher enden sollte.
Ja, und ich sage euch, da wo dieser Krieg für mich begonnen hat, da sollte er für Putin enden, nämlich vor dem Strafgerichtshof. Wir haben viel geschafft in den letzten 2 Jahren. Deutschland tut viel, die Hälfte der militärischen Unterstützung aus Europa kommt aus Deutschland. Ich bin Mitglied im Verteidigungsausschuss. Aber es ist leider nicht genug. Es ist leider nicht genug. Man sieht das, wenn man vor Ort in der Ukraine auch ist. Ich war in Herson zum Beispiel, da musste ich gerade, als ich hier unten stand, dran denken. Ich habe mit einem ukrainischen Polizisten gesprochen, in seiner Zelle, in der Zelle, wo er im Foltergefängnis über Wochen eingesperrt war. Es war eine Zelle, die für 2 Personen ausgelegt war. Die waren über Wochen zu neu. Er hat diese Zelle wie ohne Sackgewand verlassen. Der sprach jetzt hier ein, weil er nicht mehr. Er hat mir erzählt, dass er nie die Stiege aussollte. Er hat mir erzählt, wie es war, wenn die Kronen in seinen Rollen stecken. Das findet statt in der Südstadt. Und es findet heute auch nicht mehr statt. Weil die ukrainischen Streitkräfte heißen immer weiter. Das ist auch gut so. Das findet auch in Deutschland in den besetzten Gebieten. Und das soll aufhören und deswegen müssen wir die Ukraine unterstützen. Und hier gibt es gute Signale. Dänemark hat jetzt entschieden, dass der gesamte See eingezogen wird. Wir werden diesen Sommer dänische und niederländische F-16 sehen, die an die Ukraine abgegeben sind und den ukrainischen Himmel schützen werden. Und auch wir in Deutschland haben viel getan. Wir haben viel Munition geliefert und wir müssen noch sehr viel mehr liefern. Und wir müssen auch mehr produzieren, weil wir nicht wissen, wann Putin seinen Angriff bekannt wird. Und wir haben auch diese Woche viel geschafft. Wir haben hier heute die Forderung nach einer NATO-Beitrittsperspektive für die Ukraine gehört. Und die ist wichtig. Und die ist richtig. Und die hat dieser Bundestag am Donnerstag beschlossen. Und das ist etwas, was wir überparteilich tun, deshalb wir heute hier aufstehen. Und wir brauchen eine EU-Beitrittsperspektive für die Ukraine. Und auch die hat der Bundestag diesen Donnerstag beschlossen. Und wir haben diesen Donnerstag auch beschlossen. Und damit ist das auch etwas, was für uns in Deutschland selbstverständlich ist. Dass das gesamte ukrainische Territorium zur Ukraine gehört, inklusive der Krim. Und wir haben beschlossen, dass die Ukraine weiterreichende zusätzliche Waffensysteme braucht. Waffensysteme, die Munitionsdepots der Invasionstruppen treffen können. Und jetzt ratet mal, was das sein kann. Das kann nur der Taurus sein und natürlich muss auch der geliefert werden. Und das ist keine Frage zwischen 0 und 1, das ist eine Frage zwischen 0 und 600. Denn so viele haben wir davon und dementsprechend sollten wir die auch liefern. Und da sollte sich auch nicht einer in den Weg stellen, wenn so viele im Bundestag das auch beschließen. Deswegen stehe ich heute hier mit meinen Kollegen von SPD und CDU und ich sage euch, macht bitte weiter. Redet in euren Gemeinden, redet in euren Städten, redet auch mit den Abgeordneten, die noch nicht überzeugt sind. Redet mit den Abgeordneten, die heute nicht hier sind und überzeugt sie, dass es wichtig ist, die Ukraine zu unterstützen. Für die Ukraine, für die 100.000 Europäer, die jetzt gerade an Schutz sind. Für die, die in den Wohnungen bombardiert werden. Aber auch für uns selbst. Denn wir wissen auch alle, Putin hört nicht auf. Putin hat nach Georgien nicht aufgehört. Putin hat nach dem Donbass und der Krim nicht aufgehört. Putin hört erst auf, wenn er eine Niederlage erlitten hat. Und die müssen wir ihm zufügen. Vielen Dank, aber auch für ihn. Berlin. Vor 2 Jahren haben wir alle über die Medien gesehen, dass über Kiew Hubschrauber flogen, die wir sind Gesellschaften,
der Freiheit. Wir leben im Frieden. Wir haben Sieg. Aber wenn wir angegriffen werden, dann verteidigen wir uns und Musik, die uns wichtig ist. Das ist wichtig, dass uns jeder teilt. Bedeutet natürlich die Lieferung von Waffen. Wir haben es gerade gehört, wir sind der zweitgrößte Waffenlieferant und hinten haben wir auch gehört. Entschuldigung. Wir haben uns darauf geeinigt, dass da noch mehr kommen muss und wir setzen uns dafür auch ein.
Training. If any of you work in the business operation,